Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Soulful Journey Podcast. Ich habe heute zum mehrfachsten Male, ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, ich glaube, es ist das dritte Mal, habe ich die liebe Julia Steppert bei mir zu Gast. Und vielleicht kennt ihr sie auch von Seelenmut, von dem Instagram-Account, wo es ganz, ganz viele tolle Inhalte gibt. Wenn ihr da noch nicht vorbeigeschaut habt, dann auf jeden Fall nach dem Interview. Und ich habe heute Julia zu Gast. Erneut, weil du ja über die letzten Monate mit Sicherheit, vielleicht auch Jahre, wir hören es nachher, ein Buch geschrieben hat. Und zwar ein Buch, das heißt, warum Kinder nicht richtig essen, die unsichtbaren Ursachen von Essstörungen und wie wir sie erkennen. Und der Titel passt natürlich optimal in die Soulful Journey Welt. Und ich bin selber total gespannt, was du uns heute mitgibst, auch zu den Inhalten, so einen kleinen Einblick in das Buch, in die Botschaft, in die Message, für wen das Buch ist. Und deswegen freue ich mich total, dass du heute wieder hier bist, Julia. Herzlich willkommen. Danke, liebe Kira, für diese ganz, ganz tolle Begrüßung. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Lange nicht gesehen. Ich habe vorhin ja dir schon gesagt, ich glaube, es ist wirklich so 2 Jahre her, aber es fühlt sich eher an wie eins. Also irgendwie ist es immer so ein, ja, ein schönes Gefühl, wieder hier zu sein. Und ja, ich bin auch ganz gespannt auf unser Interview. Ja, das stimmt. Die Zeit vergeht auch irgendwie immer so schnell. Und als wir dann vorhin meinten, ja, das letzte Mal haben wir uns gesehen, als ich noch Babybauch hatte, dachte ich so, oh krass, ja. Das ist wirklich schon lange her. Ja. Magst du uns vielleicht mal gleich zu Beginn die Entstehungsgeschichte oder so ein bisschen mit auf die Reise nehmen? Wo oder woher kam so die Idee für das Buch? Gab es schon länger einen Wunsch in dir, ein Buch zum Thema Essstörung zu schreiben? Wenn ja, hattest du schon immer einen Gedanken, worauf das fokussiert sein soll, worauf das ausgerichtet sein soll, was darin ganz wichtig ist als Botschaft oder auch als Message für die Gesellschaft, für das Kollektiv? Nimm uns da gerne mal mit so zurück zum Beginn, wann es in deinem Kopf oder in deinem Herz angefangen hat, ein Buch zu schreiben. Sehr spannende Frage. Tatsächlich über Essstörung zu schreiben war nie mein Gedanke tatsächlich. Also ich schreibe ja auf Instagram liebend gerne. Es ist auch mein tägliches Brot bei meiner Arbeit in einem Patienten. Aber Buch zu schreiben, also ich wollte schon immer als Kind Buch schreiben. Ich habe Deutsch geliebt, ich habe Geschichten geliebt, so Vorlesewettbewerb. Also ich war da immer sehr mit dabei, auch wenn ich nicht jetzt total die Einser-Schülerin war, aber ich habe es sehr geliebt tatsächlich und war so ein Kind, was super viel und gerne gelesen hat, sehr viel drinnen war. Und ich wollte aber tatsächlich eher mehr Kinderbuchautorin werden tatsächlich und war da auch in einem Buchclub ganz, ganz viele Jahre mit dabei und habe tatsächlich auch schon ein Manuskript fertig geschrieben. Aber ich habe tatsächlich mir nie so richtig getraut, es ja auch abzugeben an die Verlage, weil ich wusste, okay, es ist unheimlich schwer da reinzukommen und ich hatte natürlich auch Angst, so, dass man gar nichts hört oder ne, dass es einfach so nicht klappt. Und dann habe ich es doch so ein bisschen in meiner Schublade sozusagen liegen gelassen. Es war aber lustigerweise auf meinem Vision Board drauf für 22. Da gab es diese Buchecke. Und dann sind wir umgezogen nach Hamburg und dann lag das so eine Zeit lang auch im Auto, das Vision Board. Und irgendwann habe ich so rausgeholt und guckte so drauf. Also diese Ecke, ne, diese Ecke hätte ich ja schon noch gerne. Und irgendwie war das so in mir dann nochmal so dieser Wunsch, da so ein bisschen reinzugehen. Und lustigerweise, ich glaube, es war wirklich so 2, 3 Wochen später, hatte ich eine E-Mail in meinem Postfach und war so, okay, GU Verlag, das ist schon ein großer Verlag, was möchten die so? Und hatte dann aber eher so in diese Erwartung reingegangen des Gespräches, dass sie vielleicht meine Expertise haben möchte oder so. Ich bekomme ja immer mal wieder auch Anfragen. Und dann hatte ich mit dieser ja, ganz tollen Redakteurin telefoniert, mit der Petra, und sie war so, ja, kannst du dir vorstellen, ein Buch zu schreiben? Und ich war dann natürlich so erstmal extrem so erfreut und war so, na klar, das kriegen wir hin. Und ja, dann ging es tatsächlich eben in eine Sachbuchrichtung, einfach weil die sich gewünscht hatten, dass da in den letzten Jahren kam ja gar nicht so viel immer zum Thema Essstörung raus und wenn dann so ganz viel von Betroffenen für Betroffene. Und die wünschten sich halt gerne auch so ein bisschen, dass da eine Fachexpertise drin ist. Und das hat sich dann natürlich sehr gut verbunden, da ich ja Psychologin bin. Und ja, dann ging so eine Zeit los von diesen ganzen Verlagsmühlen. Man stellt sich das ja immer ein bisschen romantisch vor, bei einem Verlag zu schreiben. Es ist dann aber doch sehr viel Bürokratie.
die da dahinter steckt. Und tatsächlich gab es auch nicht direkt von Anfang an diese totale Zustimmung für mich. Da sind, ja, ohne das, also da sind natürlich auch viele ältere Menschen einfach in so einem Verlag. Das sind nicht nur so ein ganz junges Team. Und die waren zwar von meiner Vita sehr beeindruckt, waren aber auch so, ach, die ist ja noch ganz schön jung für so viele Sachen. Und ich musste da mir das sehr manifestieren, dass ich da auch diesen Vertrag bekomme. Also ich habe dann wirklich über Wochen manifestiert mit meinem Herzen, dass ich diesen Vertragsverlag bekomme. Und ja, irgendwann, ich glaube im Februar 23, habe ich die Zusage bekommen, war es dann endlich soweit und ich war mega happy und sehr erfreut. Und dann war es aber tatsächlich so, dass die auch ja gesagt hatten, ja, so in ein paar Monaten das Buch zu schreiben, das war so deren Ding, dass wir das dann eigentlich sogar im Herbst schon 23 rausbringen. Also wahnsinnig enges Zeitfenster. Ich war damals dann natürlich in so einer vollen Anfangseuphorie, dann aber auch in so einer, oh mein Gott, so viel schreiben in so kurzer Zeit. Es war nicht leicht und es hat sich dann auch viel mehr natürlich verzögert, einfach weil man doch dann mit einer Lektorin auch natürlich, die auch bringt ihre Meinung rein und es war alles nicht so einfach und dann hatten wir im Sommer auch so das ein oder andere ja Hintergrundproblem einfach im Verlag, weil auch da immer wahnsinnig viele Sachen los sind und dann hat sich alles ein bisschen verzögert und dann kommen natürlich diese ganzen Korrekturschleifen des Buches und das, ja, das ging alles super, super lange, dass wir dann tatsächlich doch erst letzten Jahres so im Herbst so richtig fertig waren, dass alle happy sind und es in den letzten Änderungen war. Und dann ist es jetzt Anfang dieses Jahres in den Druck gegangen. Und in 2 Wochen am 5. März kommt es einfach raus. Also es ist wirklich so einmal im Schnelldurchlauf. Es war nicht viel Zeit, aber es war trotzdem eine ganz schöne Reise mit vielen Erkenntnissen für mich und auch viel Wachstum persönlich für mich, das mal so im Schnelldurchlauf zu meinem Buch. Oh Mann, ja, das können wir uns, glaube ich, alle irgendwie vorstellen. Auch ja, wenn das bestimmt eine richtig krasse Achterbahnfahrt war. Ja. Und jetzt kann es einfach schon vorbestellt werden. Das ist ja noch nicht mal, das ist gerade mal ein Jahr her von bis jetzt, dass es vorbestellt werden kann. Das ist wirklich, zumindest von dem her, was ich über Buch- und Verlagsarbeit weiß, es ist wirklich schnell. Es ist sehr, sehr schnell, muss man sagen. Und ja, also wie gesagt, das war letztes Jahr war schon tatsächlich auch für mich so irgendwie viel, so viele Projekte auf einmal, weil ich ja schon einfach auch mit meiner Arbeit gut eigentlich ausgelastet bin. Und da habe ich auch gemerkt, wir hatten nämlich zu der Zeit, also ich war, glaube ich, dieser Buchvertrag und 2 Wochen später haben wir unseren Welpen geholt, den Muffin. Ganz viele, die auf meinem Account sind, kennen und lieben den Hund. Und das war dann natürlich auch so echt eine krasse Herausforderung von, okay, ich schreibe jetzt ein Buch und gleichzeitig zieht ein Welpe ein und am Anfang, ja, das ist so wie, wenn man ein Baby hat, der schläft nicht durch, der ist nicht stubenrein. Also es war echt herausfordernd, dass ich auch in den ersten Wochen gar nicht wirklich diese Zeit hatte, weil ich auch für den Hund da sein wollte. Und es war dann ja so ein bisschen so eine kleine Zerreißprobe auch so für mich, das mit meinem Mann alles zu organisieren, zu sortieren. Mhm. Ja, aber trotzdem irgendwie auch eine sehr schöne Sache, die sich da ergeben hat. Ja, oh, richtig schön, dass du das alles gemeistert und geschafft hast und irgendwie die Herausforderungen auch angenommen hast, sodass das Buch jetzt auch existieren kann. Richtig toll. Ja. Ich bin auch, also wenn es dann zu mir ankommt, ich habe es ja auch noch nicht, kriege es auch erst kurz vorm Erscheinungsdatum, eben weil diese Zeitspanne so kurz ist und auch der Druck immer länger braucht. Das ist alles sehr knapp. Aber wenn ich, glaube ich, es wirklich in Händen halte, dann wird es auch nochmal für mich realer, weil gerade kann ich sehr viel darüber sprechen und das sehen und es berührt mich unheimlich. Aber es ist, glaube ich, nochmal was anderes, wenn es wirklich so, ja, wenn man es anfassen kann, weil sonst habe ich es immer nur digital gesehen und das ist dann nochmal, ja, was anderes. Ja, das glaube ich. Jetzt könnten ja viele denken, glaube ich, ich sage es einfach so, jetzt könnten, glaube ich, viele denken, aufgrund des Titels, dass es irgendwie um Kinder geht. Mhm. Ich habe mir das Inhaltsverzeichnis schon angeschaut, deswegen habe ich eine leichte Vermutung. Und würde dich gerne mal fragen, worum geht es? Ja, also der Titel ist tatsächlich nicht von mir gewählt, das verrate ich an dieser Stelle. Auch da ist es ganz viel so, man kann viel einbringen in diesen Verlag, aber man kann trotzdem auch bei allem nicht so viel mitbestimmen, wie man denkt. Und vordergründig ging es eben schon darum, auch so Elternratgeber zu schaffen. Für mich war aber auch von Anfang an klar, ich möchte nicht nur in Bezug jetzt auf Eltern agieren, weil ich jetzt auch keine Kinder-Jugendtherapeutin bin. Ich möchte ganz viel eben einfach auch an
Betroffene richten. Gleichzeitig finde ich, wird ganz, ganz viel immer für Betroffene gemacht, ohne die Angehörigen so ein bisschen mit einzubeziehen. Dementsprechend habe ich mir gewünscht, beides mit einfließen zu lassen, dass es einfach sich an Betroffene richtet. Und natürlich können das auch Kinder, Jugendliche sein. Die werden ja leider immer jünger, die Betroffenen. Aber eben auch den Angehörigen oder einfach den Begleitenden was mitzugeben. Das kann ja auch eine Freundin sein. Und dementsprechend richtet das sich an beide, ja, an beide Gruppen sozusagen. Und von der Thematik her ist es wahnsinnig komplex. Deswegen war es wirklich nicht leicht, dieses Buch zu schreiben, weil in meinem Kopf so gefühlt ein Universum ist an Fülle von Wissen. Und das dann so runterzubrechen, dass das jeder versteht, sehr, sehr schwer. Aber es sind alle Essstörungen drin, also Magersucht, Bulimie und Binge. Mir ging es sehr viel darum, dass es wirklich alle sich dann ein Stück weit abgeholt fühlen, eben nicht nur, weil ich jetzt aus der Magersucht komme. Deswegen haben wir alle Gruppen reingenommen. Wir haben auch ganz viel so das Thema Nervensystem, Thema Trauma. Auch das ist mit drin, weil mir das einfach so wichtig war, das nicht auszuklammern, dass es nicht nur um diese klassischen Sachen von Essstörungen geht. Und ich vertrete so ein bisschen in diesem Buch ganz viel den systemischen Ansatz, sprich so Essstörungen sind ein Resultat aus dem System der Familie und wahrscheinlich der eine oder andere, der sich damit beschäftigt, ist auch klar, dass der Betroffene ja meistens eher so der Symptomträger ist, der das nach außen hin einfach zeigt, aber nicht unbedingt der Verursacher oder das Problem ist. Und deswegen geht es eben ganz, ganz viel darum, wie kann dann auch die Familie etwas verändern, damit es eben nicht so dieses klassische Modell ist, okay, Kind geht in Therapie, Kind geht vielleicht in die Klinik, kommt dann eben zurück und dann macht das ja meistens die Erfahrung, dass es genau in die gleiche Richtung von vorne wieder losgeht, weil sich ja zu Hause nichts verändert hat. Und da war es mir eben wichtig, darüber aufzuklären, über eben diese wahren Ursachen, dass eben ohne Schuld, also Schuld ist wirklich gar kein Thema in diesem Buch. Aber natürlich müssen wir alle so ein bisschen gucken, wie können wir uns verändern, wie können wir für das Kind oder auch für unsere Familie etwas tun, dass wir alle nun mal jetzt in diesem Boot sind. Das Kind zeigt diese Essstörung und wie können wir da auch alle wieder das Boot in die richtige Richtung bringen, so als Bild, sage ich mal. Deswegen geht es eben ganz, ganz viel auch um diese systemische Sichtweise, um Familienhintergründe und für jede Essstörung da so ein bisschen auch die Ursachen oder einfach so ein paar Kernthemen rauszuziehen, die sich jetzt bei Magersucht oder bei Bulimie zeigen, ne? Oder auch bei Binge-Eating. Genau, das vielleicht mal so ein bisschen zusammengefasst. Also eigentlich so alles, auch was mein Instagram-Account bedient. Ich habe versucht, alles da reinzubringen. Auch der Healing-Hunger, also extremer Hunger, habe ich mit reingenommen. Das ist ja so ein Thema, was sonst in der Therapie selten Wort findet. Das ist auch mit drin, so diese ja, Ursachen oder Hintergründe, Lügen der Essstörung, solche Sachen, einfach um auch ein bisschen mehr diese Gedanken der Betroffenen zu verstehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig für jeden Begleitenden, nicht nur für Eltern. Und es ist ein großer Teil auch tatsächlich zum ersten Mal, weil ich da ja auch als Psychologin drin bin, nicht nur als Betroffene, Beispiele aus meiner Praxis tatsächlich. Also von ehemaligen Klienten, die ich betreut habe, die so ein bisschen anonymisiert abgewandelt sind von Fällen, was ich mache, wie sieht körperorientierte Nervensystemarbeit aus. Also es ist ganz, ganz spannend, dieses Buch. Und es gibt auch viele Übungen tatsächlich gegliedert für Betroffene oder für Angehörige. Also das ist so eine wirklich bunte Mischung in diesem Buch. Ja, oh cool. Weißt du, was glaube ich für mich der größte Begeisterungspunkt ist an deinem Buch? Ich stelle mir das so vor, ich finde, dieses Buch gibt Familien eine Möglichkeit, viel mehr gemeinsam diesen Weg zu Ja. gehen. Und das ist etwas, worüber ich bis heute immer mal wieder so nachgedacht habe und mir manchmal so vorgestellt habe, wie wäre es eigentlich gewesen, wie hätte es aussehen können, wenn nicht ich als Betroffene gefühlt meinen Heilungsweg alleine gehe, also als Individuum, sondern meine Familie noch viel mehr auch mit dabei ist. Ich meine Familie viel mehr mitnehmen kann und es dafür auch so eine Art Rahmen gibt. Oder Anleitung so gesehen, wie wir das als System, als Familie machen können, ohne dass die Eltern sofort denken, oh, jetzt bin ich schuld daran, dass mein Kind die Essstörung hat. Oder Richtig. eine Schwester denkt, oh, jetzt muss ich zurückstecken, weil meine kleine oder große Schwester eine Essstörung hat. Da passieren ja so viele Dinge im System auf dem Weg, die Symptomträgerin losgeht, den Heilungsweg zu gehen. Und ich finde deinen Ansatz halt so genial. Weil ich finde, das gibt genau diese Möglichkeit, erstens viel mehr Verständnis von allen Seiten zu entwickeln, was ja gleichzeitig auch noch Entstigmatisierung und Aufklärung ist, und dann aber auch als Familie diesen Weg gemeinsam zu gehen,
ohne diese Schuldzuweisung, ohne diese ganzen oder diesen Ballast an Schuldgefühlen, der ja so oft noch obendrauf kommt auf die Spitze. Ja. Also ich finde es genial. Und was ich auch finde, ich finde, es hat das Potenzial, präventiv zu wirken. Denn Das hoffe ich wirklich sehr. Also ich bin so gespannt auch auf deine Meinung, weil du ja Mama bist. Das ist so dann nochmal echt so aus erster Hand. Und eben dieses Schuldthema war mir so wichtig. Also es ist natürlich echt schwer. Ich glaube, dass trotzdem solche Sachen immer triggern können. Je nachdem halt auch mit welchem Auge lese ich das Buch. Ne? Möchte ich sozusagen Schuld haben oder möchte ich alles von mir weisen und mich nicht verändern, kann man natürlich immer irgendwo auch was finden. Aber es sind auch so kleinere Selbsttests drinne sozusagen, einfach um eben vielleicht auch erstmal die Orientierung zu bekommen, wohin wende ich mich? Ist das der Hausarzt? Ist es der Psychiater? In der heutigen Zeit ist es auch im Kinder-Jugendbereich. Wir haben so überfüllte Kliniken, wir haben keine Therapieplätze. Sieht leider auch da wirklich schlecht aus und natürlich bekommt man nicht sofort was, wenn es nicht akut ist. Aber auch da kann man eben ganz, ganz viel natürlich auch zu Hause was machen, ja, und auch dort anfangen. Deswegen finde ich, ist das eben auch so was Schönes und ich hoffe, dass es auch so einen ein oder anderen Therapie- oder Klinikbereich wirklich noch ein bisschen, ja, einfach, ich sag mal, die Sichtweise erweitert. Das würde ich mir so sehr wünschen, weil es eben doch so, was ich an Erfahrung bekomme, ja, es bleibt leider immer beim gleichen alten Stand und es ist echt schwer, was in der Psychologie zu verändern. Es ist so ein sehr starres und altes System, aber das ist so mein größter, oder das ist meine Mission eigentlich mit dieser Arbeit von Seelenmut, nicht nur mit dem Buch. Ja, total schön. Und es gibt ja den Punkt im Buch, der heißt quälende Zweifel und auch so die Frage, ist mein Kind essgestört? Wenn jetzt eine Mutter Ja. dein Buch liest oder wenn auch eine betroffene Person das Buch der eigenen Mutter oder den Eltern, dem Vater, den Geschwistern gibt und zum Beispiel sagt so, hey, könnt ihr das bitte lesen oder wollt ihr das Buch vielleicht mal lesen? Da sind auch so ein paar Abschnitte drin für Familienangehörige. Was würdest du sagen, ist so der erste Schritt als Familie, wenn eine Familie sich gemeinsam hinsetzt und feststellt, ja, wir haben in unserem Familiensystem eine Symptomträgerin, einen Symptomträger von einer Essstörung, haben verstanden und gelernt, dass diese Essstörung der Ausdruck von der eigenen Seele ist, von der betroffenen Person in unserem System und wir alle aber irgendwie dazugehören. Also wir haben eine Rolle in diesem System. Was ist da so ein erster oder vielleicht so erste Schritte, weil ich mir vorstellen kann, auch wenn wir ja ein Buch lesen und dann ganz viel Wissen haben, sind wir ja häufig in diesen Erkenntnismomenten doch ein wenig überfordert von eigenen Emotionen. Ja, also ich würde sagen, es ist eine sehr komplexe Frage, weil man sie jetzt echt nicht so pauschal beantworten kann. Aber also mir ist es ganz, ganz wichtig. Es sind so einige kleinere, ich sag mal, Hilfestellungen drin. Es sind natürlich auch Hilfeadressen, Kontaktstellen, wo man sich hinwenden kann. Es gibt ja auch außerhalb von Hausärzten, so diesem klassischen System, wahnsinnig viele Beratungsstellen, wie Anat beispielsweise, wo ich auch ehrenamtlich mit in Zusammenhang bin, wo man einfach auch erstmal so Erstgespräche führen kann. Ein wichtiger Punkt ist aber, wenn wir sehen, okay, wir haben einen Symptomträger, dass wir den eigentlich nicht abkapseln, so im Sinne von, okay, der Rest der Familie geht es mal nach oben und wir reden mit XY und wir sprechen jetzt mal und dann am besten nicht nach dem Motto, okay, du musst jetzt mehr essen oder wir müssen jetzt gucken, dass das wieder gut wird, weil wir möchten, dass das ja schnell wieder sozusagen, ne, weg ist sozusagen von unserer Agenda. Also mir ist es ganz wichtig, dass da alle in der Familie mit einbezogen werden, gerade auch Geschwister, Kinder. Es ist mit so ein Punkt, diese Schattenkinder, weil ich das aus meiner persönlichen Geschichte kenne, dass es dann eben immer um das kranke Kind in Anführungsstrichen geht. Und wenn man das jetzt feststellt, dass am besten sich alle einfach mal an den Tisch setzen, wirklich, und jeder Gehör findet, was gefällt in einem gerade innerhalb der Familie und auch, dass der Symptomträger, die Trägerin mal spricht, was gefällt mir gerade nicht, wo fühle ich mich denn nicht gehört? Weil natürlich ist es wahrscheinlich schon seit längerer Zeit so, nicht seit kurzem Zeit, aber schon allein, dass das Kind mal auch abgeholt wird in seinem Autonomiebedürfnis und nicht wieder so über den Kopf hinweg, weil das ist genau das, was ja die Essstörung super befeuert, wissen wir. Ne, so dieses, ja, lass die mal machen und wir leben im Geheimen unsere Freundschaft weiter. Sondern das möglichst auf Augenhöhe, ohne Schuldzuweisung, jeder einfach mal sprechen darf, wie geht's mir und was wünschen wir uns denn voneinander?
Wenn das stattfindet, glaube ich, ist damit ein riesengroßer Schritt getan, dass das Kind sich überhaupt öffnen kann und vielleicht auch mal erklären kann, wie geht's mir mit diesem Stimmen im Kopf? Warum mache ich das? Vielleicht wird es das auch gar nicht greifen können. Das ist jetzt sehr abhängig, auch wie alt das Kind ist. Aber das ist einfach am besten, dass wir irgendwo mit dem Kind, aber auch als Familie wie so eine Kette bilden und jeder darf sprechen. Natürlich wird es bestimmt Zeiten gehen, wenn das Kind jetzt wirklich akut krank ist, wo man natürlich schauen muss, nehmen wir ärztliche Hilfe, psychologische Hilfe mit ins Boot, auch das. Aber wenn es vielleicht im Beginn ist und es fängt gerade an, einfach deutlich mehr Sport zu machen oder Mahlzeiten ausfallen zu lassen, manchmal müssen wir nicht sofort eine ganze Therapie anfangen, ne? Oder in die Klinik, sondern manche Sachen können wir auch super gut zu Hause als Familie meistern, weil wir auch als Familie dran wachsen. Und ich glaube, das ist so das Schöne, dass wir das wieder so ein bisschen mehr versuchen, mit eventuell auch externer Hilfe natürlich, aber eben auch mal zu schauen, was kriegen wir denn gemeinsam hin, weil es ist ja, dieses Problem kann einem so und so nicht abgenommen werden und es gibt auch leider keinen Therapeuten, der da diesen Lösungsschlüssel bietet. Ich glaube, das ist manchmal auch, wenn man so Bücher liest, dass man denkt, ah, okay, jetzt gib mir mal diesen Goldschlüssel und dann wende ich den an. Jede Familie ist unterschiedlich, auch jede Essstörung. Aber wenn wir alle offen miteinander sprechen, was ich mir auch echt gewünscht hätte, so zu meiner Zeit, dass überhaupt sowas anerkannt wurde. Also in meiner Familie gibt es sowas wie psychische Erkrankung eigentlich nicht richtig. Und es ging mehr um dieses Bild nach außen. Und ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen so, dass wir uns gar nicht erlauben, Gefühle auszusprechen oder zu sagen, wir sind eine Familie, die hat eine Essgestörte. Ich finde, das ist immer noch wahnsinnig viel Tabu heute, viel Stigma. Und ich glaube, wenn wir da offen miteinander sprechen, uns auch erlauben, Hilfe anzunehmen, dann kann man ganz, ganz viel von Chronifizierung und solchen Sachen abwenden auch. Ja, oh, das glaube ich auch auf jeden Fall. Und du sagst ja auch, also das System Familie oder auch die Suche nach den Wurzeln, würdest du sagen, jede Essstörung hat ihre Wurzeln im Familiensystem? Ja, also im Buch ist das diese These. Ja, ich würde schon sagen, auch wenn sie es vielleicht auch natürlich mal im frühen Erwachsenenalter entwickeln kann. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass es immer nur sozusagen um die böse Kindheit ging. Das möchte ich an der Stelle, dass es nicht so gesehen wird. Aber es ist ja trotzdem so, wir bilden alle unser Nervensystem in der Kindheit aus. Ja, und auch wenn wir jetzt eine gute Kindheit hatten, es muss ja gar nicht immer die schlechte Kindheit sein, dann kann es trotzdem auch manchmal so ein bisschen was ja, Entwicklungsübergreifendes sein. Ne? Also, dass wir einfach ein bisschen Selbstregulation gar nicht so einfach so für uns lernen konnten, wir es aber auch nie so gebraucht haben. Und plötzlich passieren so Sachen, dass Kontrollsachen wegfallen und es gibt irgendwie ein Problem. Deswegen muss es natürlich nicht immer aus der Kindheit resultieren, aber so aus meiner Arbeit meistens zeigt sich ja schon, dass das Nervensystem sich in Kindheit und Jugend so ein bisschen ein Stück weit manifestiert hat zu etwas sehr Engem, da sehr viel Energie irgendwie noch drin so ja drin hervorsteckt oder schwebt, sage ich jetzt einfach mal. Und es braucht ja immer so ein bisschen so einen Nährboden und der wird natürlich irgendwie in der Kindheit gelegt. Manchmal ist es aber auch Trauma, also es ist ja auch ein Aspekt in dem Buch, dass es ganz viel um Entwicklungstrauma geht, ne? Um diese kleinen Trauma, da muss auch nichts Schlimmes jetzt für passiert sein, nichts Großes, aber die legen dann halt im Boden und dann passieren vielleicht später wirklich im Erwachsenenleben Sachen, die diesen Boden halt zu einem fruchtbaren Boden machen und dann wächst leider dieses Unkraut, diese Pflanzen, die wir nicht haben wollen. Und dann muss das natürlich jetzt nicht sein, dass wir uns ständig mit Mama und Papa hinsetzen, das ist natürlich klar, aber es ist wichtig, da trotzdem einfach auch nochmal drauf zu schauen. Ja, also Essstörungen haben schon auch viel mit einer Mutterwunde oder auch mal einer Vaterwunde zu tun, einfach weil es ja auch um das innere Kind geht. Deswegen würde ich es einfach jetzt nicht ausklammern, aber es ist jetzt auch nicht immer die böse Kindheit. Ja, also es ist immer so ein Zusammenspiel aus ganz, ganz vielen Sachen. Also du würdest jetzt auch nicht sagen, dass wenn jetzt eine Mitte 30 Mama mit Kind beispielsweise muss jetzt nicht nochmal von vorne anfangen und ihre gesamte Familiengeschichte aufrollen, doch sie kann ihr Familiensystem durch Reflexion einfach nochmal für sich nutzen, um hier oder da in der Tiefe nochmal Glaubenssätze zurückzuverfolgen, kleine oder auch größere Traumata zu noch mehr wahrscheinlich zu verstehen, zu durchdringen, nachvollziehen zu können und so ein Stück weit. Und ich finde dieses, also ich finde den Begriff Wurzel super schön und sich da auch noch mal, und wenn es einfach aus Interesse ist, habe ich mir dann gedacht, noch mal so ein bisschen auf so eine neugierige Suche nach den Wurzeln zu gehen. Andere verfolgen ihre oder erstellen ihre Familienstammbäume irgendwann im Laufe des Lebens, weil sie gerne wissen wollen, wo komme ich her, wo sind meine Vorfahren, wer sind diese Menschen, wo haben sie gelebt.
Auch sehr spannend, das über sich zu erfahren. Und aber auch diese innere Reise sozusagen zu den inneren Wurzeln über die Mutter, den Papa, die Oma, den Opa hinaus, glaube ich, auch ist zu jedem Zeitpunkt wertvoll, oder? Also Ja. auch wenn es eine Traumatik zum Beispiel schon gar nicht mehr da ist im Leben, glaube ich, ist das immer total wertvoll für den eigenen Lebensweg. Ich glaube auch, dass es so, da haben ganz viele, glaube ich, persönliches Interesse, manche auch so gar nicht. Ich glaube, es kommt auch darauf an, leben die Eltern denn noch, leben sie nicht, in welchem Verhältnis steht man zu denen. Bei deinem Beispiel, glaube ich, ist es ganz viel einfach, dass wir auch in der Gegenwart einfach jetzt unseren Körper anschauen, weil der hatte eh alles in seinem Gedächtnis gespeichert. Deswegen, ich finde das so, dieses ganze Graben in der Kindheit muss gar nicht unbedingt sein. Also ich mache das auch in meiner Arbeit, dass wir einfach gucken, wo hat denn der Körper Angst, ne? Oder wo fühlst du diese ganzen Überflutungen und Emotionen? Und gerade wenn wir jetzt so bei der Mama bleiben mit Mitte 30 oder so, dann geht es ja einfach auch um ihr System, Familie, ne? Also wo braucht sie die Essstörung vielleicht im Alltag? Was steht sie mit ihrem Partner da in Verbindung, ne? Was triggert der vielleicht irgendwo auch an in Bezug auf ihre Kindheit? Und dann geht es ja mehr um diese Familie, ne? Einfach um die neue Familie, damit natürlich auch möglichst ja wenig im besten Fall ans Kind übergeht, ne? Und einfach je nachdem, welchem Alter das auch ist. Das ist ja gerade so bei älteren Frauen ist das auch immer häufig so, dass die Kinder natürlich auch so eine Pufferrolle gerne mal haben oder so eine Funktion und die Mama gerne schon noch mal so drauf hinweisen und die Mama natürlich doch noch so an ihren Sachen festhält und dann würde ich da auch mehr auf die jetzige Familie gucken, ne? Und weniger vielleicht auf die Herkunftsfamilie, aber man kann da immer mal drauf schauen. Ich glaube auch, das ist immer spannend, einfach auch so in Bezug auf Vergebung. Habe ich nämlich so für mich gemerkt, ich habe auch so zu meiner Mama eigentlich keinen Kontakt, aber trotzdem, wenn man in so einem Groll ist, so, ach, jetzt habe ich eh keinen Kontakt zu, ne, dann liegt da ja trotzdem auch noch was dahinter. Und auch wenn man jetzt nicht mit allem im Reinen sein muss, ist es ganz wichtig, da glaube ich auch so ein bisschen mit Akzeptanz auf die eine oder andere Wurzel zu schauen. Ja, total. Was hat dir da persönlich geholfen in der Vergebungsarbeit? Ja, also das war für mich ein großer Bestandteil tatsächlich so in der Heilung meiner Essstörung, weil ich gemerkt habe, dass da ganz viel Schuld auf mir lag, wo ich mir gegeben habe, wo ich rational, ich wusste, dass ich keine Schuld getragen habe daran, aber auch Wut. Wut war für mich was ganz, ganz Großes, was ich sehr viel unterdrückt habe, natürlich auch gegen mich gerichtet habe in der Essstörung. Und Wut oder auch einfach mal Ärger mir erlauben zu spüren, zuzulassen, das war für mich sehr schwierig und auch wirklich anstrengend auszuhalten. Und ich würde sagen, dass mir das rückblickend viel geholfen hat, eben auch mal tagsüber sowas wie verärgert zu sein, weil ich immer so eine totale Maske und Fassade hatte und ich habe über alles hinweg gelächelt. Ich kannte sowas gar nicht, diese Wut, das war sehr dissoziiert von mir. Und da auch mir mal so erlauben, Nein zu sagen, ne, für Grenzen einzustehen, auch mal die Erfahrung zu machen, ich kann jemanden abweisen, ohne dass der mich verlässt, ohne dass da was ganz Schlimmes passiert. Das war ganz wichtig für mich, um auch mich wieder neu kennenzulernen. So, und auch in meine Grenzen. Und ich glaube, wenn wir uns mehr spüren, können wir auch irgendwann mehr in diese Akzeptanz und irgendwann auch in eine Vergebung. Also ich würde sagen, Vergebung fand bei mir auch erst so in den letzten Jahren viel statt, wo ich mich mehr sortiert habe, meine irgendwo eigene Familie aufgebaut habe und wirklich gemerkt habe, ich brauche eigentlich diese Verbindung nicht mehr. Ich brauche auch die Krankheit nicht, um meinen Eltern noch was zu beweisen, was ich eh nie bekommen werde. Also ich glaube, so, das ist so wie so ein Kappen der Nabelschnur auch manchmal, so ein bisschen so im zweiten Schritt. Weil wir ja ganz viel auch manchmal, also ich hatte das sehr stark, dieses, ich will meinen Papa retten und ich will unbedingt, dass er mich so lieb hat, wie er es zwar nicht geben kann, aber wie ich es unbedingt wollte. Und das habe ich ganz viel so probiert, über die Essstörung auszudrücken und gleichzeitig wollte ich es mir nicht selbst geben. Und je mehr ich es mir aber gegeben habe, desto mehr konnte ich das ein Stück weit auch gehen lassen. Auch dass jeder ist halt so für sich verantwortlich, leider. Ich glaube, das ist sehr schwierig, auch das gehen zu lassen, auch wenn man schon ein erwachsenes Kind ist. Gerade wenn die Eltern dann so älter werden, vielleicht auch krank. Das ist immer wieder so eine neue Herausforderung. Deswegen vielleicht erstmal auch Akzeptanz. Und irgendwann kann es, auch wenn wir es vielleicht alles nicht so jetzt, also das will man ja dadurch nicht gutheißen, das ist ja nicht Vergebung, aber es ist halt ganz wichtig, um diese Energie eigentlich so ein bisschen wieder abzuziehen vom alten Groll und sie so ein bisschen als Power wieder für uns zurückzuholen. Deswegen finde ich, ist Vergebung, da gibt es ja auch so ganz schöne Rituale, dieses, ach, auch von der Laura Marlina Seiler, ne, dieses hawaiianische Ritual mit diesem Ho'oponopono, das finde ich auch, ist super, super schön. Das habe ich auch ganz, ganz häufig gemacht, weil ich finde, das sind so tolle mantraartige Sätze. Total. Da gibt es auch ein richtig schönes Lied zu.
Dass auch so nochmal mantraartig gesungen Ja. wird. Das liebe ich irgendwie sehr. Genau, also man kann da ganz, ganz viel ausprobieren auch. Dem einen gefällt das, dem anderen, der schreibt einen Brief oder so. Ja. Ich glaube, Vergebungsarbeit, das kommt auch immer mal wieder so auf einen zu im Leben. Also ich merke, so innere Kindarbeit, das hört auch nie auf, gefühlt. Kommen immer mal wieder Sachen hoch. Aber heute ist da auf jeden Fall sehr vieles so in so einer Ruhe bei mir. Und natürlich kann das auch mal wieder hochflammen, ne, durch das eine oder andere Ereignis, weil wir uns alle so verändern. Aber grundsätzlich ist da so diese Ruhe bei mir. Ich habe mein Leben, die haben irgendwo auch ihr Leben. Und es gibt zwar Schnittstellen, aber die sind dann auch in Ordnung für mich. Ja, dieser innere Frieden, wo alle auf dem Weg irgendwann für sich wieder hinfinden können, ja auch. Ja. Kannst du, du hast ja gesagt, es gibt so ein paar Beispiele, die anonymisiert sind. Gibt es vielleicht ein Beispiel, was dir jetzt gerade so direkt in den Sinn kommt, was so ein Stück weit zu dem Thema überwältigende Gefühle passt, weil ich finde, das ist etwas, oder das ist mir auch in den letzten Wochen sehr häufig begegnet, dass es so ganz viele Frauen gibt, die sehr viel Erkenntnisse haben, sehr viel Puzzleteile kognitiv schon gesammelt haben, von der Verhaltensweise trotzdem nach wie vor an ihren Strukturen, an der Kontrolle und auch an jeglichen Ängsten, die damit zusammenhängen, festhalten, weil diese Emotionen so schlagartig und massiv und kräftig kommen, dass es in diesen Momenten noch keine andere Option gibt, auch wenn es sie kognitiv gibt, aber noch keine also keine Option, die schon so integriert ist im System, dass sie eine Option ist in diesen überwältigenden Emotionsmomenten. Hast du Ja. da ein Beispiel? Muss ich mir gerade überlegen, aber eigentlich glaube ich, fällt mir da so eine Frau ein, die schon ein paar Jahre her sozusagen, dass ich die betreut habe. Aber genau, die war eine sehr, sehr leistungsbestrebte Frau. Die war unheimlich gut in ihrem Job, sehr tough und ganz, ganz viel gemacht. Und die war eigentlich auch so glücklich in ihrer Beziehung. Aber trotzdem hat sie dieses Thema gehabt. Also sie ist in einem Haushalt aufgewachsen, wo auch sehr viel Leistungsdruck war und sehr viel ja, Druck und leider auch so ein bisschen ein Papa, der ja, so ein bisschen sehr cholerisch war, auch so ein bisschen leider, ja, nicht direkt gewalttätig, aber schon einfach mit Worten, auch manchmal mit Gesten, man so nicht das Gefühl hatte, ich bin jetzt total sicher und willkommen. Und da ging es auch ganz, ganz viel um diese Beziehung zu ihrer Schwester, so diesen Schutzmodus. Ich muss meine Schwester beschützen, ich muss auch mich beschützen und ich muss auch alles halten und abpuffern. Und deswegen muss ich auch viel leisten, um bloß nicht auch noch aufzufallen, ne? Um bloß irgendwie auch nicht noch in dieses gefährliche Terrain, sage ich mal, zu geraten. Und das war dann natürlich auch dieses Tool, worum es später eigentlich ging. Sie war schon ganz, ganz, also sie hatte auch keinen Kontakt mehr gehabt zu ihren Eltern, was gut war. Aber trotzdem ging es zu Hause um diese überwältigenden Emotionen, wenn irgendwas nicht gut lief in ihrem Job oder sie das Gefühl hatte, jetzt lasse ich die Essstörung los, auch die Zunahme. Ich habe sie gerade durch den Healing-Hanger auch damals begleitet. Und das war dann so dieses, ich nehme mehr Raum ein, ich nehme mehr Präsenz ein. Und da kam es nämlich dann wieder, so dieses, Papa könnte eventuell immer noch mal kommen, der könnte mich wieder beurteilen, der könnte sehen, ich leiste nicht mehr so, ich bin nicht mehr die er toll ist, wo er stolz drauf sein kann. Und da kamen diese überwältigenden Emotionen, also viel diese Ohnmacht, diese Hilflosigkeit und auch dieses Bedürfnis, ja, irgendwie mit dieser Wut, die natürlich auch da war, auf das Verhalten, was der Vater an den Tag gelegt hatte, auszulassen an sich selbst, weil sie hat das einfach nicht anders gelernt. Es gab auch keinen anderen Raum. Und deswegen war dann diese Erstörung oder einfach dieses Hungern auch für sie so das, um sich zu spüren und gleichzeitig alles nicht zu spüren. Und es war eine sehr, ja, schon auch längere Arbeit tatsächlich, also ganz viel Bewusstseinsarbeit, aber sie hatte da sehr viel gut mitgemacht, hatte es gut angenommen, also sie hatte auch ganz, ganz viele Erkenntnisse und trotzdem hing es so ein bisschen immer der Umsetzung, ne? Also da war dann so das Thema, wo sie schwierig sich selbst regulieren konnte. Und da haben wir da ganz, ganz viel eben einerseits innere Kindarbeit gemacht, dass wir wirklich gezielt auch in solche für sie schlimmen, traumatischen Erfahrungen gegangen sind, um dieses Kind ja auch ein Stück weit da rauszuholen. Also ich glaube, warum ganz, ganz viele oder in dem System das noch nicht etabliert ist, dass sie wechseln zwischen, ich habe einen total guten Funktionsmodus, da bin ich nur die Top-Agentin sozusagen, und dann gibt es zu Hause dieses verletzte Kind, was gar nicht weiß, wohin mit sich, und das appelliert dann so ein bisschen an, ja, unser erwachsenes Ich, was es noch nicht gibt, ne? Also das ist dann eigentlich nicht existent. Und das so ein bisschen aufzubauen und wirklich auch,
das innere Kind dann einfach auch mal rauszuholen aus Situationen. Also die nachträglich, natürlich können wir es jetzt nicht schönreden, wir können es auch nicht verändern, aber wir können es emotional für uns verändern, dass wir das Gefühl haben, ah, ich kann mein inneres Kind rausholen und das hat auch irgendwie wie so eine zweite Mama. Also wir so, werden im besten Fall ja irgendwie so eine Art Freundin oder Mama für uns. Und ich glaube, wenn wir das schon viel machen, das geht auch nicht über eine Begegnung, aber über mehrere, das ist so diese körperorientierte Nervensystemarbeit. Und wir lernen auch im Alltag uns auch mal schon natürlich auch Sachen auszusetzen. So ein bisschen Exposition gehört dazu. Aber die Erfahrung machen, wir sterben nicht, weil das ist die Urangst unseres Nervensystems und war auch irgendwie die Angst natürlich von ihr gewesen in der Kindheit. Es hätte ja doch was passieren können. Wenn wir das so ein Stück weit da, dieses Glas leeren an diesen alten Energien und reinbekommen, okay, ich kann mich regulieren, ich bin sicher, es passiert nichts, ich kann mich orientieren, dann kann das so mit der Zeit langsam auch sich aufbauen, dass wir natürlich wissen, okay, es war eine total schlechte und traumatische Kindheit, aber mein inneres Kind kann ja heute wissen, es ist im Hier und Jetzt angekommen und da gibt es sozusagen mich als eine übergeordnete Erwachsene, die immer wieder auch mit dem spielen kann und schöne Sachen machen kann und vor allen Dingen haben wir diesen Kontakt auch vielleicht im besten Fall gar nicht mehr, aber auf jeden Fall ist Papa nicht mehr in der Nähe, der kann mir eigentlich auch gar nichts mehr anhaben und selbst wenn er irgendwann da sein könnte, vor der Tür stehen, kann ich auch, ne, sagen so, ich möchte jetzt nicht, dass du reinkommst oder ich möchte diesen Kontakt nicht, wie auch immer. Genau, also da haben wir ganz, ganz viel im Nervensystem gearbeitet, ganz viel mit dem inneren Kind und das hat dann vieles für sie geschiftet. Also das ist auch immer sehr abhängig, was man mitbringt, auch ein bisschen an Motivation und manchmal auch ein bisschen an Wollen, weil manchmal auch da so ein bisschen, ich glaube, das hört man auch mal so häufig, dieses Wort der Opferrolle, aber es ist manchmal schon so, wenn wir natürlich auch den Krankheitsgewinn gar nicht loslassen wollen oder immer noch so das Gefühl haben, ja, es klingt alles plausibel, aber so richtig bereit bin ich auch nicht, was zu verändern, dann ist es auch schwer und dann braucht es noch länger. Aber über diese Nervensystemarbeit kann man ganz, ganz viel machen, um sich da wirklich auch wieder mehr ins Jetzt zu bringen und dieses erwachsene Ich aufzubauen. Das ist halt wirklich so eine, ja, ne, eine Arbeit, die nicht so schnell geht, aber ich glaube, je mehr man daran übt, desto besser wird es auch, je liebevoller man dazu sich selbst ist. Ja, oh, richtig schön beschrieben, finde ich. Und Ja. ich habe mich gerade gefragt, gibt es eigentlich statistisch oder jetzt aus deiner Erfahrung, aus deinen Beobachtungen, aus der Praxis heraus gesehen, gibt es so eine Art Zeitraum, den unser Nervensystem auf jeden Fall zum Beispiel braucht, wo man sagen kann, ja, Information, Emotion, Trauma oder abgespeicherte Emotionen im Körper können sich verändern, doch es braucht auf jeden Fall XY-Zeit, weil das gemessen wurde oder nachgewiesen werden konnte oder weil Emotionsströme gemessen wurden oder Ja. Dinge gemessen wurden. Ist dir da irgendwas bekannt, dass es da etwas gibt, was etwas über das Nervensystem, die Veränderung des Nervensystems von Anspannung und Entspannung aussagt? Also tatsächlich, wenn Ergebnisse muss ich, also wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, kann aber sein, dass es natürlich da irgendwie auch was gibt, wo man unser Angstzentrum, die Amygdala, gemessen hat. Also man weiß ja auch von Menschen, die im Krieg waren, ne, dass die generell einfach deutlich wie so eine, ja, Daueralarmzentrale ist und die halt einfach ständig ausschlägt. Ob man da jetzt Zeit messen kann, bis wann sich das wieder bessert. Ich glaube, schwierig auch zu messen, an was man es festmacht, weil Angst ja auch was Subjektives ist. Also klar kann man sehen, okay, wo sind Angstzentren im Kopf aktiv? Ich würde sagen, auch natürlich Cortisolausschüttung, Stresshormone. Ich weiß nicht, ob es das so einen Zusammenhang gibt, weil natürlich diese innere Kind- oder Nervensystemarbeit ja nicht der fixe Bestandteil ist in der Psychotherapiepraxis. Also die Sachen, die ich mache, sind ja auch nicht die klassischen Sachen, die man in der Verhaltenstherapie macht. Deswegen glaube ich wahrscheinlich nicht in diesem kompletten Zusammenhang. Aber ich würde sagen, dass so ein Jahr immer auch ein ganz guter Zeitmarker ist, wenn man wirklich Trauma mitbringt oder einfach schon auch so ein bisschen ein paar Jahre schon eine Essstörung war und ein Jahr intensiv arbeitet, dass es ungefähr mal so ein guter Marker ist. Also ich für mich habe schon auch anderthalb Jahre gebraucht, bis mein Nervensystem komplett spürbar sich resettet hat, meine Emotionen so total wieder da waren. Das war so meine Spanne, wobei auch in dieser Zeit schon ganz, ganz viel unter einem Jahr passiert ist. Also es ist jetzt mehr so dann von total akut bis sozusagen geheilt. Das war
war bei mir der Abstand. Und so in meiner Praxis ist es schon auch so, dass man so in einem halben Jahr relativ viel machen kann. Da passiert viel, aber es ist so ein bisschen wie auch eine neue Sprache zu lernen. Es braucht halt auch Zeit und es ist sehr abhängig, wie häufig man sozusagen natürlich auch zu jemandem hingeht, der einen das leitet, der einen da irgendwo durchbringt durch diese Emotion und wie viel Kapazität erlaube ich mir auch im Tag, dass mein Nervensystem sich da erholen kann. Weil wenn du sagst, so Anspannung und Entspannung, wenn jetzt jemand solche Stunden beispielsweise wahrnimmt und danach aber direkt wieder in die Anspannung geht und losarbeitet und sich dann nur einmal die Woche eine Meditation oder so anhört, dann ist es natürlich so eine Sache, die nicht so effektiv ist, weil unser, also wir müssen ja bewusst auch diesen Impuls unserem Nervensystem geben, okay, ich darf mich jetzt entspannen. Und das ist eben nicht über nur Kopfautobahn, weil Kopf- und Nervensystemautobahn kreuzen sich nicht. Das ist wirklich, kann man gar nicht oft genug wiederholen. Es braucht auch diese körperliche Entspannung, dass wir uns hinlegen, dass wir bewusst auch mal, ne, über den Atem runterfahren, solche Sachen, weil unser Körper zwar mithört, was wir denken, aber dadurch verändert sich nichts. Und das ist halt immer so dieser Unterschied zwischen, ich mache mir alles bewusst und ich lese Bücher und lese mir da alles an, aber ich traue mich nicht in der Umsetzung was zu verändern, weil das sind die Sachen, wo unser Körper meistens mit einbezogen wird. Und das ist meistens auch das Problem, weswegen dann die Sachen nicht so gut greifen, weil einfach diese Gesprächsstunden, die manchmal auch in der Therapie stattfinden, kein Trauma auflesen können. Klar können wir irgendwann bewusst auch vielleicht nicht so emotional über ein traumatisches Erlebnis sprechen, aber dennoch fühlt es sich natürlich nicht so an, wie wir es sprechen. Und ich glaube, das ist so der große Knackpunkt, wo es einfach auch bei Essstörungen ganz viel drum geht. Ja, oh, richtig cool. Oh Gott, so wichtige Dinge, die du genannt hast. Und ich finde es auch so wichtig, weil ja jeder hat ja schon tausendmal gelesen oder gehört, das ist individuell, es ist ein Heilungsweg, Geduld und Zeit und lass dich darauf ein und es gibt kein genaues A, B in Zeitraum X und sich aber trotzdem auch mal zu erlauben, sich vielleicht selber Zeit zu geben in Form eines genauen Zeitrahmens, zum Beispiel zu sagen, ich lasse mich jetzt mal ein Jahr lang auf intensive Kindarbeit ein und konzentriere mich einzig und allein darauf. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das einen Effekt haben wird. Auf jeden Fall. Also dieses, ne, ich lasse mich darauf ein, das ist es ja, die meisten, also natürlich heißt es nicht, man muss jetzt ein Jahr, darf man nicht arbeiten und macht nur Therapie, ne? Also es ist ja manchmal auch nicht stemmbar, aber es ist halt immer auch, wie gestalte ich meinen Tag? Und die meisten, es liegt halt daran, dass man nicht genug übt, das ist leider einfach so, dass die meisten sagen, ja, ich weiß das alles, das ist auch gute Übung, aber ich habe es probiert und es hat nicht so richtig gegriffen. Ne? Und wenn ich dann frage, wie oft hast du es denn probiert? Ja, so ein, zwei Mal, da hat sich geklappt, dann habe ich es wieder sein gelassen. Und das ist natürlich, also wie oft ich überhaupt angefangen habe mit meinem inneren Kind und total überfordert war auch mit dieser Materie, muss ich, am Anfang war mir das alles sehr suspekt und ich weiß noch, ich saß auf dem Boden und habe mich da so hin und her bewegt und ich war völlig überfordert mit meinem Körper und dann hatte ich das damals meiner Therapeutin erzählt und auch die dachte so, keine Ahnung, was sie da treiben, ich verstehe da überhaupt nichts von und sie war damit auch überfordert, aber mir ging es danach immer so ein Stück weit wenigstens besser und deswegen habe ich damit weitergemacht, weil ich dachte, okay, auch wenn das jetzt nicht irgendwo im Buch steht, irgendwie hat es einen Effekt, ja. Aber es ist da schon wichtig, sich auch diesen Raum halten zu lassen. Ich würde das so persönlich rückblickend auch nicht mehr alleine tun. Also da schon auch jemanden sich ins Boot zu holen. Das ist deutlich besser, aber wir müssen natürlich auch dafür uns erlauben, vielleicht mal eine Sportroutine dafür in was anderes umzuwandeln. Ne? Also wir können nicht an unseren Zwängen festhalten und sagen, ich will aber genau den Tagesablauf, aber so ein bisschen Therapie mache ich dann auch noch und dann möchte ich aber, dass es auch ganz schnell sich verändert. Also das ist dann sehr schwierig. Wir müssen uns schon auch ein bisschen diese Zeit geben, eine neue Sprache zu lernen und unser Nervensystem ist eigentlich nichts anderes. Also manche wachsen auch in 3, 4 Monaten deutlich schneller, ne? Oder es erholt sich schneller, aber die nehmen sich dann auch viel mehr Puffer und viel mehr diese Zeit dafür als jemand, der, ne, einen Fulltime-Job hat und dann noch Hobbys nachgeht. Also muss man auch immer gucken auf die persönliche Lebenssituation. Wie sieht das aus? Absolut. Total. Total. Und ich finde es so wertvoll, dass du das angesprochen hast und auch was du sagst, weil ich war zum Beispiel früher so jemand, eine, die, ich wollte alles gleichzeitig. Sobald ich so eine Explosion an Erkenntnissen hatte, wollte ich, dass sich die alle gleichzeitig auflösen und sofort morgen nicht mehr, also keine Rolle mehr spielen. Bis ich dann mit der Zeit gemerkt habe,
Ich stehe mir damit, ich mache das quasi zu einer neuen Blockade auf meinem Weg, weil ich krampfhaft doch wieder alles gleichzeitig lösen möchte und mir dadurch aber den Weg viel schwerer mache, als wenn ich das mal in so Meilensteine beispielsweise runterbreche und sage, jetzt mal 3 Monate Fokus auf das oder 6 Monate oder 12 Monate Fokus auf das, dann. Ich finde, das verändert so den Heilungsprozess und auch das Bewusstsein vom Heilungsprozess komplett. Als wenn ich mich so an mich zurückerinnere, wo ich sehr viele Jahre mit verbracht habe, an diesem krampfhaften, es muss jetzt. Ich kenne es so gut, ich war auch so eine, ich war es, ich bin auch immer so zur Therapie gegangen, so mit dieser Erwartung, ich setze mich dahin, die gibt mir den Plan und nach dem Wochenende habe ich den Schein so gefühlt. Also ich Ja. war unheimlich auch durchtrieben, auch diese Ungeduld. Das ist für mich wirklich auch ein Riesenthema gewesen. Und ich wollte auch immer, also wenn, dann bitte jetzt sofort. Ne? Also das ist ja, da darf man wirklich auch so ein bisschen, was ist mein Anspruch an Therapie, Coaching, ne? Oder was auch immer, weil kein Therapeut oder Coach kann einen retten. Ich glaube, das ist einfach auch sehr, sehr wichtig, dass wir halt nur uns selbst natürlich auch ein Stück weit retten können. Ja, auf jeden Fall. Ich würde abschließend gerne zu einer Frage kommen, die ich auch in deinem Buch entdeckt habe. Ich bin gespannt. Ja, die ich selber persönlich immer total spannend finde und auch am liebsten immer jedem stelle, so in der Art und Weise oder auch auf andere Weise. Aber du hast ja ein Schlusswort geschrieben und da geht es um die Frage, gibt es eine vollständige Heilung? Ja. Gibt es sie? Für mich persönlich und für mich wirklich mit meiner Expertise als Psychologin sage ich, ja, gibt es, ja, also sowohl von Trauma als auch von Essstörungen. Ich bin irgendwo auch der Beweis dafür. Also ich sage auch immer, das, was ich erreicht habe, kann ja auch jeder andere erreichen. Ich bin weder ne, in einem, keine Ahnung was, irgendwie anderem Paralleluniversum, ne, dass das nur mir bestimmt ist, sondern jeder von uns verdient irgendwo auch ein Leben ohne Essstörungen. Das ist so auch die wichtigste Botschaft, die ich immer sozusagen allen Frauen mitgebe, die auch vielleicht nochmal mit 50 anfangen, ne, all das jetzt zu lesen und komplett nochmal denen sich so ein neuer Kosmos eröffnet. Aber vielleicht auch dieses, ne, schaffe ich es denn noch in meinem Alter? Klar, warum nicht? Also unser Nervensystem wartet so und so immer eigentlich darauf, dass wir in diese Entspannung gehen, in diese Sicherheit. Und auch unser Körper wartet eigentlich nur auf dieses so, endlich vertraut sie mir, endlich können wir Freunde sein. Also das kann in jedem Alter auf dich warten. Natürlich kann es manchmal ein bisschen länger brauchen, auch ein bisschen schwieriger sein. Aber ich finde, Heilung ist immer möglich, wenn wir uns Heilung erlauben. Ja, ich fühle es so sehr. Ich unterschreibe das, was du gesagt hast. Ich unterschreibe auf jeden Fall auch dafür. Ja, ich glaube das auch. Und ich glaube und ich finde auch so wichtig, ich habe früher, habe ich irgendwie so ein ganz starres Bild gehabt. Also für mich war Heilung war irgendwie so weit weg. Es war nichts Greifbares. Es war immer so der Zustand von, ich glaube, ich habe mir noch nicht mal einen richtigen Zustand vorgestellt. Es war einfach nur so abgespeichert, ja, Heilung, boah, was voll krasses, übermenschliches, nahezu Unmögliches, weil es nichts Greifbares war. Doch ich finde, gerade auch durch Accounts wie dein, es gibt ja so viele auch tolle Menschen, die mittlerweile zur Aufklärung und Entstigmatisierung im Bereich Essstörung beitragen. Ich finde, das trägt alles dazu bei, dass Heilung greifbarer wird. Natürlich auch durch die Geschichten dahinter. Und trotzdem finde ich, heutzutage ist Heilung sowas Mögliches. Und wenn ich mir vorstelle, mein damaliges Ich, mein früheres Ich heute, mit diesen Möglichkeiten, mit diesen Inhalten. Auf der einen Seite denke ich immer so, oh my goodness, wenn es Instagram gegeben hätte, anderes Level auch für meinen Weg. Und andererseits denke ich mir so, wow, was für ein tolles Feld an Ressourcen, auf die du einfach so tagtäglich zugreifen kannst, wo du dir jeden Tag eine kleine Übung zum Beispiel raussuchen kannst. Und das ist ja schon eine Herausforderung, sich jeden Tag eine kleine Übung rauszusuchen, wissen wir alle, ist in bestimmten Phasen auf dem Weg auf jeden Fall ein Riesending. Doch
diese Ressourcen zu haben. Also sie stehen heutzutage zur Verfügung. Wir können unser Handy öffnen und wir können selber entscheiden, nutze ich jetzt diese 5 Minuten an meinem Handy für meine Heilung oder nutze ich sie, um zu surfen durch mein Feed. Und das finde ich halt heutzutage so genial, weil ich finde, dadurch wird Heilung erlebbar. Stimmt, mein Gott, wie schön. Ja, tatsächlich, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber stimmt, also zu meiner Zeit gab es YouTube, ja, gab es, aber nicht so wie heute mit diesen ganzen Recovery-Accounts. Ich glaube eben, es ist manchmal auch ein bisschen überflutend und überfordernd an dieser Fülle, aber eben, es ist natürlich was ganz anderes. Also wenn ich auch denke, so mein damaliges Ich hätte mal vielleicht so einen Workshop mitgemacht irgendwo oder so, das ist, ja, ne, also es ist so was, echt was ganz anderes, gerade in Zeiten, wo wir so einen Mangel haben an Therapieplätzen, wo wir ewig lange warten. Man kann auch ohne Therapie so viel erstmal trotzdem für sich anfangen und probieren, wo man auf einer Liste steht. Ich finde eben, das ist eigentlich echt ein großer Ressourcenschatz. Ja, also gut, dass du es nochmal sagst. Ich finde auch, wie man seine Zeit nutzt, spannend für Social Media. Ja, auf jeden Fall. Lass uns noch mal ein bisschen die Werbetrommel anschmeißen. Wir haben am Anfang schon gesagt, es kann vorbestellt werden. Wie Ja. gesagt, es kommt am 5. März raus, an meinem Geburtstag. Ich fühle mich echt beschenkt. Richtig cool. Da werde ich mich auf jeden Fall umso mehr freuen für das, was dann an dem Tag irgendwie auch in die Welt hinausgetragen wird mit deinem Buch. Und wo gibt es irgendwie einen besten Spot, wo man das Buch vorbestellen sollte? Oder ist es vollkommen egal, weil es überall zu finden ist? Da muss ja gerne kurz mit rein, was wir jetzt Ja, tun sollen. also das ist das Tolle, dadurch, dass es ja bei einem großen Verlag auch geschrieben worden ist und dort sein Zuhause gefunden hat, kann es wirklich überall vorbestellt werden. In jeder kleinen Buchhandlung vor Ort kann man es natürlich einfach, ne, bestellen oder fragen, ob es vielleicht sogar da ist. Wenn es jetzt sowas wie Hugendubel, Thalia ist, unsere großen Giganten, dann wird es da natürlich auf jeden Fall auch vor Ort erhältlich sein, wahrscheinlich irgendwo auch mehr oder weniger in den großen Städten, Bundesländern. Und man kann es aber auch genauso gut auf Amazon oder online bei Thalia. Also man kann es überall bestellen, man wird es überall finden sozusagen, ist überall gelistet. Und ja, freue ich mich einfach so sehr, wenn jeder so ein bisschen wie so ein kleines Licht dazu beiträgt, dass das Buch ein ganz großes Licht werden kann auf dieser Erde. Ja, auf jeden Fall. Ich bin mir da ganz sicher. Ich freue mich schon, ich freue mich auch schon total, es zu lesen. Schön. Weil ja, allein schon so das kleine Reinspicken hat mich sehr, 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 sehr neugierig gemacht. Und ich freue mich auch darauf, das Buch auch nochmal aus dem Blickwinkel, wie du schon meinst, auch als Mutter zu lesen. Weil ich mir sicher bin, dass es auch uns als heutzutage Familiensystem mit dieser Historie von mir oder auch von uns als System bestimmt hier und da nochmal neue Erkenntnisse schenkt, nochmal einen Bewusstseinsshift irgendwo ermöglicht, hier oder da nochmal kleine spielerische Dinge in den Alltag integrieren lässt. Und darauf, ja, freue ich mich total und bin total gespannt und werde dir auch auf jeden Fall berichten. Ah, so schön. Was wir daraus so mitgenommen haben für unser Familiensystem im Hier und Jetzt. Oh, da freue ich mich richtig drauf, ja. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Einblicke, für deine Expertise. Ich finde es so toll. Ich finde es so toll, was du machst. Ich finde es so wichtig, wofür du jeden Tag aufstehst und auch mit ganz viel Herz und Leidenschaft machst. Und deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier warst und bestimmt gibt's irgendwann wieder ein nächstes Mal. Sehr schön, danke schön, liebe Kira.